Spotty, du bist wieder da. Spotty. Du hast es geschafft. Juhu. Und du hast den alten Janus dabei. So alt bin ich nun auch wieder nicht. Hauptsache, du kannst noch laufen. Wir müssen schnell zum Grundall. Und vorher ins Camp. Wer bist du eigentlich? Danke, ihr zwei. Macht's gut. Tschüss. Komm bald mal wieder. Ciao. Janus! Rini, wie hast du das gemacht? War ganz leicht. Spot war dabei. Hast du den Splitter? Hier ist er. So klein? Ich habe ihn mir viel größer vorgestellt. Hauptsache, er erfüllt seinen Zweck. Oh ja, die falsche Königin kann schon mal ihr Testament machen. Wollt ihr der falschen Königin etwas antun? Aber sicher, wir sind schließlich Rebellen. Verdammt, wie funktioniert er denn nun? Vielleicht durch magnetische Kräfte? Halte ihn mal in verschiedene Richtungen. Nichts zu spüren. Ich denke, Janus weiß den Weg zum Thronsaal. Doch nur, weil er den Splitter gefunden hat. Wollt ihr mich verarschen? Das Mistding funktioniert nicht. Überlass ihn mir einmal. Beim großen Gambler, weise uns den Weg. Was soll der Hokuspokus? Was habt ihr mit dem Splitter? Was soll das? Es ist der letzte Splitter des Spiegels und damit der einzige, der den Weg zum Thronsaal weist. Psst. Wenn die falsche Königin ihn in die Finger kriegt, dann findet keiner mehr den Weg zu ihr. Und sie hat alle Macht über Silence bei sich. Warum erzählst du ihnen das? Der große Gambler will es so. Wenn das stimmt und das hier wirklich der Spiegelsplitter ist, warum spiegel ich mich dann nicht darin? Weil nur der wahre König sich darin spiegeln kann. Womit bewiesen ist... Du bist es nicht. Das kann nicht sein. Das ist der falsche Splitter. Hey, die weiße Strähne steht mir richtig gut, findet ihr nicht? Du spiegelst dich darin? Sie lügt. Ha, gib zu, ihr habt es geglaubt. Wenn ich die rechtmäßige Königin wäre, ich würde die Monarchie abschaffen. Hey, warum sagt mir denn keiner, dass ich einen Fleck auf der Nase habe? Mitten auf der Nase. Nett von euch, dass sie mich rumlaufen lasst wie einen Clown. Wie kann das sein? Das ist doch total verrückt. Hey, das ist doch toll. Ich wollte immer schon mal Königin spielen. Meine Krone soll Rubine haben. Das ist kein Spiel, Rini. Du weißt doch, was es bedeutet, der König von Silence zu sein. Du weißt das. Oh. Dann bin ich lieber wieder nur ich. Hä? Was redet ihr da? Und wenn du die Königin bist, wer bin denn ich? Ihr Hofnarr. Wer sonst? Na, mein Bruder. Rini, wenn du die Königin bist, dann ist es deine Fantasie, in der sich das alles hier abspielt. Ich bin nur eine Figur darin. Genau wie alle anderen. Du weißt welche. Sedgwick. Ja, juhu. Du bist mein Sedgwick. Gesagt, total verrückt. Wir sollten Shana befragen. Sie wird prophezeien, dass wir die falsche Königin stürzen, um Rini auf den Thron zu verhelfen. Wenn das unsere Bestimmung ist? Was? Nein, 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 nein. Nur keine vorherigen Schlüsse. Wir gehen zu Shana, sobald es hell wird. Holen uns die Prophezeiung ab und bis dahin keine weiteren Spekulationen. Hinlegen und ausruhen. Alle. Ich halte Wache. Thank you.
Heimat, Kalimar. Wunderschön! Solange ich lebe, ist diese Stadt noch nicht verloren. Verdammt! Beeilung, na los doch! Das war knapp. Was ist das hier für eine Hütte? Wir stehen zu ihr verrückt. Seid still, Verdammt! Haltet die Klappe! Sofort! Oh, wer war das? Ich krieg keine Luft. Schade, Verdammt. Das war ich nicht. Das war Spot. Der Sucher wird dich mitsamt dem Schwert fressen. Lass mich das machen, Kyra. Bleib hier. Keine Sorge, er sieht mich nicht. Und ihr verrabikadiert euch. Ich bin die Königin, ich rette euch. Oha, lieber nicht, sonst zieht mich das Boot noch ins Wasser. Dann kommen die anderen nie wieder aus der Hütte raus und Silence wird untergehen.
Ich klinge schon wie Sedwick. Gleich gehst du baden. Riecht wie das Zeug, das Miss Clock immer in ihren Kaffee gibt. Krabbel lieber woanders lang. Gleich gehst du baden. Beeilung, na los doch. Wäre das Seil länger, könnte ich den Sucher ins Schlepptau nehmen.